Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch The Marshall Mathers LP 2 von Eminem in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Marshall Mathers LP Nummer 2 von Eminem, das Ganze aus dem Jahr 2013 und es ist der lang ersehnte Nachfolger von diesem guten Stück hier. Das ist The Marshall Mathers LP Nummer 1, dieser im Jahr 2000 erschienen, also ganze 13 Jahre hat es gedauert, bis dieses Album hier einen zweiten Teil bekam. Vom Cover her hat sich nicht allzu viel verändert, denn auch auf diesem Cover hier von Nummer 2 sehen wir dieses Haus hier in der Dresden Street, wo Eminem einen Teil seiner Kindheit verbracht hat, also sein Elternhaus aus Detroit. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, nachdem dies ein Gatefold ist, am besten hier unten öffnen. Das eignet sich immer gut zum Reinschneiden. Messer brauchen wir nicht mehr. So, also wie gesagt, wir haben hier einmal oben rechts im Eck Eminem stehen, darunter The Marshall Mathers LP Nummer 2 und dann haben wir hier dieses Haus in dieser schwarz-weiß Optik, sieht echt etwas heruntergekommen, etwas trostlos aus das Ganze. Also wir haben hier das Haus, die Nummer 19946, wie gesagt in Detroit, das Haus seiner Eltern. Auf der Seite lesen wir ebenfalls, am besten drehen wir das um, lesen wir hier Eminem The Marshall Mathers LP 2 und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und zwar haben wir hier insgesamt 16 Tracks, einige Features, unter anderem Kendrick Lamar und Rihanna mit dabei und das Ganze, also diese Tracklist ist hier in so einem Warnschild untergebracht. Also hier lesen wir unter anderem eben Danger, Keep Out und dass das Ganze eben Dangerous and Unsafe ist. Hier lesen wir dann noch, dass die Executive Producers Dr. Dre und Rick Rubin sind. Dann haben wir hier noch einen Barcode und weitere Credits. Gut, das Ganze vom Artwork hier in schwarz-weiß gehalten. Wie gesagt, der zweite Teil von Marshall Mathers. Der erste Teil ist meines Wissens bis heute das erfolgreichste Album von Eminem und hat Stand heute weit über 30 Millionen Einheiten verkaufen können und demzufolge jetzt der zweite Teil. Gut, auf der linken Seite haben wir hier den Interpreten sitzend, Eminem, hier vor dieser Tür, vor seinem Elternhaus. Auf der rechten Seite haben wir noch ein paar weitere Fotos, also hier Dre und Rick Rubin und hier einmal ein ziemlich unaufgeräumtes Zimmer, also jede Menge Wäsche, sieht so nach Dachboden aus. Und dann haben wir darüber nochmals Eminem vor dem Haus stehend in schwarz-weiß. Jede Menge Credits und hier unfassbar viel Text, also die gesamten Infos und Credits zu den einzelnen Tracks. Wer war da dabei, wer wurde gefeatured, wer hat den Beat produziert, wer war irgendwie hinter den Kulissen beteiligt, etc. etc. Das könnt ihr hier dann alles im Detail nachlesen. Und dann kommen wir mal zur ersten Vinyl. Diese auf der linken Seite verpackt, kommt in einer weißen Papierhülle, wie man es von solchen Vinyls kennt. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier Side 1 stehen und dann haben wir hier 4 Tracks mit drauf. Und auf der Rückseite lesen wir dann Side 2 und so sieht das Ganze dann aus. Auch hier wieder Tracks mit drauf, in dem Fall 4 Stück. Und was hier spannend ist, hier haben wir dann noch Latein, und zwar lesen wir hier Speramus Meliora Resurget Cineribus und das heißt auf Deutsch so viel wie wir hoffen auf bessere Zeiten und werden aus der Asche aufsteigen. Ja, die Vinyls klassisch in schwarz gehalten, so wie man das kennt. Und dann haben wir natürlich noch auf der zweiten Seite, also in dieser zweiten Tasche des Gatefolds, jetzt ist es leer,
ebenfalls eine Vinyl mit dabei. Diese kommt auch wieder in einer weißen Papierhülle. Und hier lesen wir dann Side 3. Hier haben wir auch wieder 4 Tracks aufgelistet. Und dann haben wir Seite 4, also in dem Fall die D-Seite dann. Und diese ist wieder anders gestaltet. Sehr schön gemacht. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Und zwar erhalten wir hier die beiden Vinyls in dieser Papierhülle, also die Doppelvinyl mit insgesamt 16 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition, The Marshall Mathers LP 2 von Eminem. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Eminem unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.